Tag. Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ross Anthony singt, tanzt und moderiert. Immer fröhlich, immer bester Laune. Schlager- und Volksmusiksendungen ohne den Mann aus England sind fast schon undenkbar geworden. Er ist für jeden Blödsinn zu haben. Es gibt aber ein paar Dinge, die er gar nicht mag. Ross wird nicht gern auf sein blasses Gesicht angesprochen. Er hat Höhenangst. Er steht ungern im Abseits. Und er hasst Unpünktlichkeit. Damit werden wir ihn kriegen. Für Ross Anthony. Was er liebt, sind Preisverleihungen. Vor allem dann, wenn er den Preis bekommt. Und Uhren. Uhren mag er auch. Und damit locken wir ihn an. In die Schweiz, in dieses Luxushotel am Vierwaldstätter See. Hier soll er zum Uhrenträger des Jahres gekürt werden. Ross glaubt, es geht um Uhren und Pünktlichkeit. Aber auf Schweizerdeutsch ist Uhren mehrdeutig. Vor der Gala am Abend ist noch eine Pressekonferenz geplant. Hier oben, hoch über dem See. Punkt 13 Uhr soll sie starten. 2 Stunden vorher ist Ross am Flughafen Zürich gelandet. Da wird er schon erwartet von Lockvogel Olli und einem entsprechenden Abholschild. Dass Ross immer pünktlich sein will, wird sich natürlich noch rächen. Und auch für seine anderen kleinen Macken haben wir uns was Hübsches ausgedacht. So. Und jetzt fahren wir wo genau hin? Jetzt fahre ich Sie zuerst ins Hotel. Ach so, okay. Am allerbesten, genau. Hatte ich es schon erwähnt, auf sein blasses Gesicht wird er nicht so gerne angesprochen. Ihnen geht's gut? Ja. Gut. Ich denke, Sie sind ein bisschen blass um die Augen, deswegen können Sie sich gerne hier auch ein Wasser nehmen. Also, sehe ich so schlecht aus? Nein, das wollte ich nicht sagen, aber deswegen habe ich jetzt mal nachgefragt. Sie können natürlich jederzeit auch was zu trinken wollen. Alles gut. Vielleicht wird er jetzt gleich noch blasser. Mein Name ist Hans Ruchti und ich bin der Chef vom Fahrer. Kleinen Moment, beim Chef muss ich fast hingehen. Ja, Hiefinger, Herr Ruchti? Haben Sie da Herr Anthony im Auto? Ja, der sitzt bei mir, Herr Anthony. Das ist ja prima, dann schalten Sie mich doch einmal auf Freisprechanlage, bitte schön. Jetzt müsste es gehen, Herr Ruchti, ich habe auf laut gedrückt. Dankeschön. Grüß Gott, Herr Dr. Anthony. Herzlich willkommen in der Schweiz. Dankeschön. Sie, Herr Dr. Anthony, wir freuen uns wahnsinnig auf den Vortrag, gell? Ross ahnt schlimmes. Doktor? Vortrag? Herr Dr. Anthony, haben Sie zufällig eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, wie wir gesagt haben? PowerPoint? Gibt es da eine Verwechslung? Dr. Anthony, können Sie mich hören? Ja, aber ich glaube, ich bin kein Doktor, ne? Wissen Sie über die ökonomischen Strukturen in der EU, diese PowerPoint-Präsentation? Nein. Was meinen Sie jetzt nein? Warte mal, fährst du den richtigen Anthony jetzt? Aber das ist doch der Dr. Robert Anthony. Nein, ich heiße Ross Anthony. Oh. Ja, nein, Herr Hiefinger, da haben Sie ja den Falschen abgeholt. Das darf doch nicht wahr sein. Ach, Sie sind kein Doktor. Nein, aber ich bin Ross Anthony, so du hast nichts Falsches gemacht. Du hast mich abgeholt, weil auf dem Schild stand Herr Anthony. Und das bin ich. Ja, wir machen das immer. Wenn Ross jetzt noch pünktlich ankommen will, muss er den Chef überzeugen, dass Olli ihn direkt zum Vierwaldstätter See fahren darf. Das wird nicht leicht. Na, schauen Sie, Sie könnten auch der Thomas Gottschalk sein. Das ist mir eigentlich total egal, oder? Wir sind hier ein Geschäftsunternehmen und ich fahre gerade einen Verlust ein. Und das interessiert mich, verstehen Sie? Beziehungsweise das interessiert mich nicht. Aber Sie haben keinen Verlust in dem Sinn, weil Sie werden natürlich bezahlt von das, was Sie jetzt machen mit mir. Ja, wie viel Geld haben Sie denn in Ihrer Geldbörse? Ich habe 200 Franken. Na, wenn Sie sagen 200, dann haben Sie ja wahrscheinlich 300 in der Tasche. Nein, leider nicht, mein Lieber. Ich will kein Unmensch sein. Sagen Sie dem Fahrer, er soll Sie hinfahren, oder? Okay, mein Lieber. Dann wünsche ich gute Fahrt. Tschüss. Genießen Sie die Schweiz. Das war ein Arsch. Ross hat jetzt schon eine Menge Zeit verloren. Ja, jetzt kommen Sie richtig zu spät. Aber ich fühle mich ein bisschen wie Mariah Carey jetzt gerade. Sie kommt immer spät zu ihrer. Weißt du, das ist nie in meinem Leben. Ich war nie in meinem Leben spät. Aber irgendwann kommt er dann doch an. Sehnlichst erwartet von den Veranstaltern und ein paar Ross Anthony Fans. Oh,
alles ist wieder gut, wenn da dieses blasse Gesicht nicht wäre. Sind Sie eigentlich Österreicher? Nein, ich bin Engländer. Ne, war rot-weiß-rot. War wohl rot, gestern eine weiß, längere Nacht, oder? Nee, gestern diese Woche bin ich 7-mal aufgetreten. Aha, okay. Jeden Abend. Ist es rot-weiß-rot? Ja, Sie haben ein bisschen rote Augen. Ich dachte, haben wir keine Tropfen. Ja, können wir ein bisschen abpudern? Das wäre toll, weil sonst sehen Sie aus wie ein Glas Milch. Herr Schirmli! Lockvogel Hans heute in einer Doppelrolle. Eben noch als Chef des Fahrers, jetzt als Schirmherr der Veranstaltung. Ich bin mit dem anderen Fahrer gefahren. Ich habe schon gehört. Und er hat mich irgendwo... Ross erzählt ausführlich von seiner Odyssee und braucht dann erstmal jemanden, den er drücken kann. Ja, das ist schon recht jetzt. Das ist jetzt aber ein kleines Problem mit der Verspätung. Jetzt müssen wir wirklich vorwärts machen. Wir gehen. Ja. Zur Erinnerung, Ross hasst Verspätungen und große Höhe mag er auch nicht. Um schnell nach oben zu kommen, gibt es allerdings nur eine Möglichkeit. Die älteste Kabinenbahn der Schweiz. Ich möchte gerne mit Ihnen sitzen. Sie sehen jetzt, es wird fantastisch werden. So, ja. Gut, danke vielmals. Die sind total süß. Die Verrückten. Die Bahn ist nichts für schwache Nerven. Schön, sehr gut. Und das ist die älteste Seilbahn ohne Stütze der Schweiz. Und das ist eben genau das Spezielle. Sie geht über die Schlucht ohne eine Stütze. Wow. Wir sagen rustikal hier in der Schweiz. Jetzt wird's gleich lustig. Oh, Entschuldigung. Oh Gott. Schauen Sie, was ist jetzt? Das ist die Frage. Oh Gott, Entschuldigung. Oh Gott, da oben ist rauf. Passieren kann natürlich nichts. Kommen wir wieder runter? Ja, wir kommen sicher runter. Also, ich meine, wenn wir, sonst holt uns die Bergwacht. Das ist der Kreis. Scheiße. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Nein, es ist alles gut. Wir müssen keine Angst haben. Oh Gott. Ja, der wird uns sicher durch. Es geht sicher gleich weiter. Oh Gott. Okay, Sweetie. Und sonst holt uns die Bergwacht und wir müssen abseilen oder so. Oder? Abseilen? Abseilen. Ja, wir drücken die Daumen. Jawohl. Bevor er Panik kriegt, lassen wir ihn lieber weiterfahren. Und ab geht's. Gut. Wie machst du das? Sie schauen so blass aus. Jetzt sagt jeder, ich bin ein blasser Typ. Ich komme aus England. Die Noblesse. Wir sind leider so. Und ich habe mich gerade geschminkt, so entscheidend. Aufregung in der Schweiz. Oh. Mein Gott. Endlich ist er oben. Oh mein Gott. Was für eine Reise! Grüezi Sie wohl, Herr Oh, ich muss sagen, dass ich hier bin, ist echt ein Wunder, weil es sind so viele in meinem Leben heute passiert. Endlich. Das ist der Wahnsinn, ja. Isabel Florido vom Schweizer Fernsehen wartet schon sehnsüchtig auf den Stargast. Sie drängt ihn zur Eile. Ein kurzer Fußweg und dann kann endlich das erste Interview starten. Ab jetzt soll sich alles nur um ihn, den Preisträger, drehen. Sind wir bereit? Wir sind bereit, wir sind beide hier. Gut, wir können starten. Also ich freue mich rüdig, dass er endlich da ist. Isabel begrüßt die Zuschauer und dann, noch ehe sie Ross die erste Frage stellt. Oh, Büssi, ja, super. Ja, Büssi, das ist ein richtiger Hallo, mein ein Lieber. Star nice bei uns. Hallo. Büssi, können wir gerade schon ein Interview machen mit dir? Ja. Bist du bereit? Ross, wir machen das Interview nachher gleich okay, weiter. Kein Problem. Schade, dass du zu spät gekommen bist. Aber du kannst jetzt nicht den Stargast hier einfach stehen lassen. Komm, anscheinend komm, doch. Wenigstens nebeneinander. Na zwei, ein so ein hübscher Bursche. Oh, komm. Wahnsinn. Du Büssi. Haare gekämmt. Ja. Du Büssi, ganz kurz, jetzt, du hast ja auch so richtig prachtvolle Ohren. Also warum? Was hat er für Ohren? Ja, also das sind prachtvolle. Klein und fein, oder? Okay.
Ohren? Uhren? Sollte Ross da was missverstanden haben? Worum geht es bei dieser Preisverleihung? Okay, das machen wir. Oh mein Gott, das ist der Preis. Das ist der Preis. Das ist toll. Ist der nicht schön? Ja, Ross, du wirst für deine Ohren und nicht für deine Uhren ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Du wolltest ihn anfassen. Total. Das finde ich super. Und ich habe noch eine zweite Torte von meinem Chef noch bekommen. Ja. Oh, jetzt kommt noch was. Ja. Was ist das denn hier? Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß!